In einer einwöchigen Traumreise erblickt Dante, zuerst von Vergil und später von Beatrice begleitet, das ganze Drama von Schuld, Reue und Gnade, das nach mittelalterlicher Vorstellung in Hölle, Läuterungsberg und Himmel zu lokalisieren ist. Theologie, Psychologie, Geographie und Astronomie begegnen sich in seiner göttlichen Komödie auf einzigartige Weise, verbunden mit Bildern jüdisch-christlicher und griechischer Mythologie sowie italienischer Historie. Die Hölle wird als ein riesiger unterirdischer Trichter vorgestellt, der von Jerusalem aus gesehen auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Sie ist der Ort der Seelen, die ohne Hoffnung ihren Sünden verfallen sind und diese nun zur Qual ewig weiter betreiben müssen. Zum Beispiel treibt jetzt der höllische Sturmwind die Wollüstigen wie einst ihre Leidenschaft. Die Mörder baden in siedendem Blut und die Zornmütigen raufen miteinander im Sumpf Styx. Die Verdammten vollziehen ihre Verdammnis sozusagen selbst, denn der freie Wille, die Fähigkeit zur Reue, ist in ihnen erstorben. Sie sind im Falschen erstarrt, darum ist das Zentralsymbol der Hölle das ewige Eis, in dem Luzifer sitzt, der einst schönste aller Engel. Dort ist ihr sündiges Tun zugleich Strafe. Im Lichte der Ewigkeit gereicht es, dem der Zeitlichkeit und ihrem Selbstbetrüge entrückten Sünder zur Pein. Denn die Sünde ist Entfremdung von Gott und schließt daher mit Naturnotwendigkeit vom Gottschauen, das heißt von der Seligkeit, aus. Dem Limbus, der Vorhölle, entspricht die der zweitobersten Stufe in unserem Höllenmodell. An dieser Stelle reibt sich deutlich Dantes Verehrung der Helden und Weisen des klassischen Altertums mit dem damaligen Dogma, das alle Ungetauften und reulos Verstorbenen in die Hölle band. Der Limbus mit seinem qualmfreien, elysischen Charakter ist gewissermaßen Dantes Kompromiss. Der Läuterungsberg, auch als Fegefeuer bekannt und auf der gegenüberliegenden Seite der Erdkugel vorgestellt, ist ein Ort der Buße nach dem Tod. Im Gegensatz zur Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt, haben im Läuterungsberg die Büßer zeitlich begrenzte Prüfungen zu erdulden, um später geläutert in das himmlische Paradies zu gelangen. Ihre Hoffnung und Einsicht ist der entscheidende Unterschied zu den hoffnungslosen Höllenbewohnern. Die Prüfungen des Läuterungsberges stehen wiederum in einem inhaltlichen Zusammenhang mit den Verfehlungen und richten sich nach dem kirchlichen Schema der sieben Hauptsünden aus. Der Stolz zum Beispiel wird gebüßt, indem die Seelen schwere Steine auf dem Rücken tragen müssen. Ihre stolze, aufrechte Haltung wird dadurch gebeugt. Die Sünde der Trägheit wird gebüßt, indem die Seelen nun im Dauerlauf zu guten Taten eilen, um nur zwei Beispiele zu zeigen. All die Sünden sind letztlich, so sagt Dante, fehlgeleitete Liebe, die entweder in ihrem Gegenstand oder in ihrem Maß irrt. Von Engeln geleitet erreichen die Büßer schließlich die oberste Ebene, das irdische Paradies, und vergessen durch ein Bad im Fluss Lethe alle ihre Verfehlungen. Nun sind sie bereit für den Aufstieg ins himmlische Paradies. Dieses himmlische Paradies ist der Aufenthaltsort der Engel und Seligen. Dante stellt sich die Himmelssphären als konzentrische Kugeln mit der Erde als Mittelpunkt vor. Unser Ausstellungsmodell benutzt wegen der besseren Sichtbarkeit nach oben versetzte Halbkugeln. Die sieben unteren Himmelssphären zeigen uns die Seligen, wie sie in ihrem Leben unter dem Einfluss der verschiedenen Gestirne standen. Über dem Fixsternhimmel wölbt sich dann der Kristallhimmel, das sogenannte Primum Mobile, das schnell rotiert und von dem aus die Engel die Bewegung an die einzelnen anderen Sphären weitergeben. Um alles herum umfasst in ewiger Ruhe das Empyreum als die größte Himmelssphäre sämtliche Engel, Seligen und die göttliche Dreifaltigkeit selbst, mit deren verzückter Schau die Dichtung endet.